Hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten ersten Beitrag zur German Game Dev Showcase. Mein Spiel heißt Save the Rum und der Spieler schlüpft in die Rolle von einem Rumbrenner, der seinen Rum vor Piraten retten will. Und das Ganze ist ein Sidescroller. Das heißt, wenn ich das Spiel hier starte, dann werdet ihr sehen, der Spieler rennt einfach die ganze Zeit von links nach rechts. Es gibt auch einige Gegnertypen, den Papageien oben und den Piraten, der in einem kleinen Boot sitzt. Und der Spieler hat auch Möglichkeiten, diese zu besiegen, indem er entweder draufspringt im Falle von den Booten oder indem er die Papageien mit seinem Fass abwerfen kann. Und ihr habt auch gesehen, wenn die Gegner den linken Bildschirmrand erreichen, dass dann in dem Fass oben links eben der Rum abnimmt. Und der Spieler würde das Spiel verlieren, wenn der Rum leer ist. Das heißt, das Ziel des Spielers ist es, die Piraten daran zu hindern, den linken Bildschirmrand zu erreichen und eben durchs Level zu kommen. Wenn er es geschafft hat, dann gewinnt er und sollte der Rum unterwegs ausgehen, dann verliert der Spieler. Und wo ich aktuell dran bin, ist, ich bringe mir ein bisschen selber noch das Zeichnen bei und will dann eben die Art Assets ersetzen, die momentan einfach irgendwo aus dem Internet gezogen sind oder pixelig in Paint zusammengeklickt. Das Ganze fange ich jetzt von null auf an. Also bin ich mal gespannt, wie das im Endeffekt dann rauskommen wird. Und natürlich ist momentan das ganze Spiel noch sehr, sehr bare bones. Da ist noch nicht viel ausgeschmückt. Das ist einfach nur ein erster Prototyp quasi. Das Core-Konzept ist umgesetzt, aber die ganze Interaktion macht noch keinen wirklichen Spielspaß und das will ich dann noch verfeinern. Und da bin ich mal gespannt, was ich dabei noch alles lernen kann an Tricks und Kniffen, und ich freue mich drauf, das hier alle 2 Monate präsentieren zu dürfen.